jeder ist bemüht, dass du wirklich dann glücklich hier und gesund wieder rausgehst. Ich finde, das ist auch das Allerwichtigste und das klappt meines Erachtens sehr, sehr gut. Ich bin Matthias Musche, spiele Handball beim SC Magdeburg, bin gebürtiger Magdeburger, 26 Jahre alt und zum Glück nicht Stammgast in der Uniklinik. Wir haben ja unseren Mannschaftsarzt, der hier in der Orthopädie im Haus 8 ist. Und ja, wenn irgendwas ist, dann sind wir halt sofort hier und werden da gut betreut. Da war hier der Dr. Stärke, der wirklich meiner Meinung nach astreine Arbeit gemacht hat, weil nach der OP habe ich ein paar Wochen gebraucht und seitdem nie wieder ein Problem mit dem Knie gehabt. Und da bin ich sehr dankbar und das freut mich natürlich ungemein, dass das so reibungslos funktioniert hat. Ich bin die Martina, ich arbeite seit 20 Jahren hier in der Orthopädie, führe hier die Leistungsdiagnostik durch. Matthias Musche kennen wir seit 15 Jahren ungefähr. Das Verhältnis ist super gut, da wir ihn ja so lange schon kennen. Wir fiebern auch immer mit. Mein Name ist Marit Rudolf, ich bin Oberärztin an der sportmedizinischen Abteilung der orthopädischen Uniklinik. Die SCM-Spieler sind heute hier zur Spielereingangsuntersuchung, um zu sehen, ob die Spieler gesund sind. Also Spieler kommen zu uns, dann werden sie erstmal vom Mannschaftsarzt meistens oder von mir angeschaut, ob sie überhaupt grob gesund sind. Das heißt, dürfen sie überhaupt einen Test machen. Ja, da horcht man aufs Herz, auf die Lunge, guckt, ob sie einen Infekt haben, also ob was Akutes ist. Dann bekommen sie eine Leistungsdiagnostik, setzen sich also aufs Rad. Zum einen ist es eben erforderlich, weil die Spieler sonst gar nicht spielen dürfen. Das ist also Gesetz. Wenn wir die Spieler jetzt 4 Wochen nicht gesehen haben, also unsere Stammspieler, oder wenn wir jetzt einen neuen Spieler haben, den wir noch gar nicht kennen, müssen wir wissen, wo steht denn der. An der Uni haben wir eben, oder speziell an der orthopädischen Klinik, haben wir ein lizenziertes Leistungsdiagnostikinstitut. Das gehört zum Deutschen Olympischen Sportbund und da müssen eben viele Sachen vorgehalten werden. Also moderne Technik, was so Leistungsdiagnostikverfahren angeht, internistische Kollegen, orthopädische Kollegen müssen da sein, Leistungsdiagnostiker, Ernährungsberater. Ja, das haben wir hier eben, können wir alles fort anbieten. Dass wir sozusagen mit unserem also relativ kleinen Kader doch sozusagen also immer bei den Top 4 mitgespielt haben. Ich denke mal, das also hat natürlich also ganz wesentlich mit den Spielern und mit dem Trainer zu tun, aber auch ein bisschen sicherlich mit der medizinischen Betreuung.